Hallo liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Age of Empires 2. Ja, das letzte Mal haben wir die erste Kampagne von Yuana und von Aurelion gespielt. Ja. Und ich habe mal wieder Lust auf Genghis Khan. Wir wollten den Karteneditor auch noch machen. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Karteneditor, genau. Dann machen wir mal den Karteneditor. So ist das jetzt hier. Genau. Let's show Landkarte. Genau. So, hinzufügen. Okay. Ja, möchte ich. Was ist das jetzt nur wieder hier? Kampagnen. Nee. Hä? Ich will die Karte spielen. Was ist denn hier los? Szenario editieren, okay. Ja, ich wollte euch mal die Karte zeigen, Hä? Ach, Test. Genau. Nam? Boah, sag mal, bist du behindert oder was? Arschgesicht, ey. Na gut. Kann ich das jetzt halt auch nicht ändern? Warte mal, ich speichere mal unter Szenario. So. Den kann man ja hinterher wieder löschen. So. Gut. Hier sind jetzt die ganzen Holzfäller. Ihr geht mal Holz fällen. Ich wollte ja mit euch zusammen, ja wie gesagt, auch noch selber eine Karte erstellen. Ja. Ich weiß nicht. Ich packe hier mal ein paar Mamelucken hin. Ich habe ja auch alles mit Katapulten vollstehen. Also ich habe hier meine ganze Kreativität ausgelebt. Hatte ich eigentlich einen König? Nee. Das ist Bruder Tuck. Ich habe ja auch einen Haufen Helden hingestellt. Böser Nachbar habe ich hier hingestellt. Theoretisch könnte ich den Affen eigentlich schon angreifen. Nee. Bist du ein Noob? Hihihihi. Packt euch mal bitte. Nam? Nam. Gott, bist du ein Noob. Ich hab's auf dieser Karte übrigens auch vergessen, Gold und Stein hinzubauen. 800 Gold, 200. Ja, das haben wir doch. Also ich schlaumeier mal wieder. Weil ich da ganz einfach eine komplett leere Karte genommen habe. Ja. So, ihr kommt auch mit. Die Katapulte bleiben hier. So. Ansonsten, ja. Theoretisch könnte ich diese Hans-Bosch nämlich schon angreifen. Was ich jetzt auch mache. Wieso kommt ihr nicht mit? Seid ihr blöd? Was macht denn... Okay, läuft. So. Ein bisschen schneller, bitte. Ach, warte mal. Habe ich eigentlich einen berittenen Speer irgendwo? Das hier ist meine Moschee. Nein, du bist kein Speer. Ach, na klasse. Scheiße. Ach, da ist er doch. Bin doch doof. Wollte ich mal ein bisschen was von der Karte zeigen.
So. Mal ein bisschen rumspähen hier. So, theoretisch könnte ich jetzt eigentlich auch in die Imperialzeit. Jawohl. Hä? Dich wollte ich. Ach, der Affe ist noch in der dunklen Zeit. Hihihihi. Da kann ich wenigstens hier noch in Ruhe weiter erkunden. Und euch mal zeigen, was ich hier so in der letzten Zeit erstellt habe. Ich muss nochmal hier hochlaufen. Hallo? Speer? Bist du blöd? So. Ja, so ist das. Und dann halt, wie gesagt, wie lange nehme ich denn schon auf? 8 Minuten kann ich noch. Habe ich hier ein Gesicht hingemacht? Auf der Karte. Also hier. Seht ihr meine Maus? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Ach, jetzt wollen die alle Felder. Ich dreh durch. Und ich habe nicht mal das Brustgeschoss. Ja, mal ganz toll. Ich Schlaumeier. Ich bin so intelligent. Das glaubst du gar nicht. So. Loser, Loser, lalalala. Kommt jetzt hier nur der unendliche Wald? Mehr ist das nicht. So, kann ich die 3 Felderwirtschaft noch? Ja. Na, nicht so voreilig. So. Mal gucken, könnt ihr mal weiter vorrücken hier? Och ja, ist der gut, Mensch. So. Ja, Mama, ist der gut. Hallo? Hallo? So. Gut, dann mal weiter im Text. Ich muss jetzt die Uhr ein bisschen im Auge behalten. 6 Minuten noch. Na. So, jetzt habe ich kein faules Ei mehr. Also an Holz mangelt es uns in dieser Karte hier nicht. Kann ich euch jetzt schon mal so sagen. Hm? Ach, das ist noch ein Holzfällerlager. Und zwar von mir. So, Speer. Das macht jetzt auch nichts, wenn die Karte nicht zu 100% aufgedeckt ist. Ich wollte euch das halt nur mal ein bisschen zeigen hier. Sehr erfahren. So, gleich kann sich der Kollege nämlich noch einen Arsch freuen hier. Ich weiß nämlich, wo er ist. Ist eigentlich, also ich muss ich jetzt mal sagen, ist eigentlich logisch, wenn ich die Karte selber erstellt habe, dass ich weiß, wo der Feind ist. Gleich kriegt der nämlich aufs Maul hier, wenn ich hier fertig bin mit der Kunden. Muss ja nicht gleich, wir müssen den Part ja nicht gleich in 5 Minuten schon wieder hier beendet haben. Also ja, ist ja. Also ich meine, jetzt ist das Level. Das kann sich ja ruhig über 2 Folgen hinziehen. Fraps, du bist noch da, wunderbar. Ha. Genau, hier habe ich nämlich auch seins hingestellt. Aber das war eine selten dämliche Idee.
die Diplomatie zu wechseln. Das war dämlich, mein Freund. So. Da ist er nämlich schon. Ah, lass mich hier nur mal fertig erkunden. Wo ist denn mein... Hallo? Wolltest du mich gerade angreifen? Dann kriegst du aber ein paar aufs Maul, mein Freund. Na gut, kriegst du eh gleich, aber egal. Mach doch nisch. Hier habe ich auch noch was Feines hingemacht. So, jetzt habe ich nämlich eine leichte Kavallerie. Ja. Kavallerie. Genau. So. Die schon wieder Felder, ey. Seufz! Könnt ihr eure Felder nicht selber erneuern? Selbst sind die Dorfbewohner. Hallöchen, Popöchen. Du kriegst gleich aufs Fressbrett, mein Freund. Wen habe ich denn überhaupt? Ach, Karl der Kühne. Ha, okay. Du kriegst gleich aufs Maul, mein Freund. Das ist seine Pyramiden von Gizeh, ja. Ach ja. Da unten habe ich so ein Herz mit Pfeilen gemacht. Ja. Passt schon. So. Gut, dann beweg dich mal zum Wasser. 2 Minuten habe ich noch. Naam, Hassan. Ahlan. Wo sind meine Priester? Naam, sa'afan. So. Haha! Geronimo! Mossad, Hassan. Amrob, Hassan. Hallöchen! Ah, jetzt haut nämlich der König ab. Ach, guter Kaffee. So. Und dann, wie gesagt, kann ich ja meine Karte mit euch zusammenstellen. Das werde ich dann wahrscheinlich im nächsten Part machen. Also, wenn ich hier fertig bin mit dem Level. So, kommt ihr da hinten noch ran? Ja. Ach, ich habe gar nicht die Chemie. So, aber jetzt? Ja, ist ja gut, Mensch. Also ich habe natürlich auch ihm 60.000 Gold und Stein gegeben, weil hier wie gesagt nicht eine Steineinheit und nicht eine Goldeinheit sich befindet. Das habe ich nämlich verpeilt. So, wie gesagt, ich habe hier mit einer komplett grünen Karte angefangen. Ja. Sagt die Uhr. Okay, Leute, ich speichere mal Szenario. Und dann würde ich sagen, geht es hier im nächsten Part weiter, Leute. Ciao, ciao, eure Dragonia.